Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll, ne? Dem Ramses gehen die Ideen aus. Nein, es ist einfach schon wieder alles durcheinander. Ich habe mir überlegt, eigentlich wieder diese Johto-Aufgaben zu machen, wieder in drei Kapitel unterteilt. 1 bis 3, 4 bis 6, 7 bis 9. Jetzt wollte ich da ab 13 Uhr anfangen, heute ab 13 Uhr, jetzt sind die Aufgaben schon gestern aber freigeschalten worden, dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich ja früh so macht aufstehen, kann direkt ein Video machen. Nee, weil bei manchen gibt es Probleme bei den Aufgaben, die haben auch schon ihr Ho-Oh bekommen und haben nicht die Attacke bekommen, die es eigentlich haben sollte. Also wartet man doch vielleicht lieber bis 13 Uhr, bevor man offiziell anfängt. Oh mein Gott! Bier, Benny und du seid jetzt Glücksfreunde. Das ist ja richtig genial. Dann morgen ist auch noch Safari-Zone. Die Safari-Zone Philadelphia, die muss ich ja auch irgendwie unterbringen. Jetzt kann ich die drei Johto-Sachen nicht nacheinander machen. Müsste morgen Safari machen. Muss dann das mit Johto-Filmen aufnehmen, rausbringen, wie auch immer. Deswegen gibt es heute noch ein kleines, lustiges Infovideo oder beziehungsweise ein Thema nebenbei. Denn mein MMO oder euer MMO, wie auch immer, hat einen Artikel verfasst letztens, am 1. Mai, die 6 schwierigsten Medaillen in Pokémon Go. Habt ihr sie? Da habe ich jetzt noch nichts drüber gesehen bei anderen großartig, obwohl ich ja selten noch andere Sachen verfolge, außer montags im Stream. Da ist mir aber nichts untergekommen. Und das wollen wir uns mal angucken und mal schauen, wie es bei mir aussieht. Und ihr könnt reinschreiben, wie es bei euch aussieht. Denn was sind die 6 schwierigsten Medaillen? 300 winzige Radfratz. Diese Medaille gibt es bereits seit dem Start von Pokémon Go und viele Trainer dürften sie noch immer nicht vergoldet haben. Dann könnt ihr noch, hier ist wieder Werbung gewesen, die ist weg. Ihr müsst dazu 300 winzige Radfratz fangen. Es reicht nicht, wenn eure Radfratz XS sind, sondern euer Teamleiter muss einen Satz sagen wie: Euer Radfratz ist so winzig, ich hätte es fast übersehen. Viele machen sich natürlich einen Spaß draus, die nennen das Radfratz dann einfach um und schreiben dann hin Penis und dann sagt er halt, euer Penis ist so witzig, ich hätte ihn fast übersehen. Ne? Andere machen es natürlich anders, bei den Carbador, euer Penis ist gigantisch und so, also ist ja ein Spiel für Kinder, die machen sowas gerne. Mittlerweile ist die Medaille umso schwerer geworden, denn Radfratz ist deutlich seltener geworden im Vergleich zum Release in 2016. Ihr habt aber einen Vorteil dazu gewonnen, ihr könnt winzige Radfratz untereinander tauschen, die dann zur Medaille dazuzählen. So. Bei Events, wo Radfratz zu den vermehrten Spawns gehört, ist es sogar teilweise der heimliche Star. Das ist natürlich eine gute Sache, dass man diese Medaille auch damit pushen kann, dass man hin und her tradet, wenn man jetzt zu Anfangszeiten nicht gespielt hat, wo wirklich überall Radfratz rumgesessen hat, denn mittlerweile bei so vielen Generationen, die released werden, so vielen Pokémon, ist es natürlich klar, dass das schwerer ist, die zu bekommen. Wir gucken jetzt mal bei uns in die Medaillen, beziehungsweise ich gucke bei mir, ihr guckt bei euch, wo die Radfratz-Medaille ist, genau die ist hier. Ich bin jetzt bei 863 T-Nagern, also 300 winzige braucht man ja, 863 habe ich jetzt. Wie viele Radfratz habt ihr auf eurer Medaille? Schreibt es mal unten rein. Ihr könnt jetzt so einen kleinen Blog posten, wo einfach die einzelnen Werte der Medaillen stehen. Schreibt halt hin, Teenager 863. Da weiß ich Bescheid und dann gucken wir mal, wie es bei den anderen Medaillen aussieht. Denn was ist noch schwierig? 300 große Carbador. Das ist genau das Gegenteil zwischen 300 kleinen winzigen Ratten, 300 große dicke Fische. Die großen Carbador sind ähnlich schwer zu bekommen wie die winzigen Radfratz. Die Medaille gibt es seit Release. Hierfür müsst ihr 300 große Carbador fangen. Viele Trainer haben noch nicht mal die 400 Bonbons für eine Gyarados-Entwicklung. Doch die 300 XL Carbador zu fangen ist nochmal eine ganz neue Herausforderung. Außerhalb von Events ist Carbador gar nicht so häufig zu finden. Dann muss man noch Glück haben und einen großen Fisch erwischen. Ihr solltet also eher Events ausnutzen, wo Carbador zu den häufigen Pokémon gehört. Carbador gibt es ja auch als, gibt's als Nest, keine Ahnung. Manchmal sitzen so viele darum, dass ich mir denke, okay, Nest, läufst du durch, fertig. Und es gibt ja so oft auch dann die Wasser-Events, wo die auch extrem häufig spawnen, einmal im Jahr. Bei Carbador gilt aber das gleiche wie bei Radfratz, durch das Tauschen könnt ihr die Medaille ebenfalls vervollständigen.
Man hat damals halt nicht drauf geachtet, damals gab es ja auch die Tauschfunktion noch nicht, als das released wurde alles. Mittlerweile könnt ihr das so machen. Wir gucken also mal bei Carbador rein, haben wir hier oben. Fange 300 große Carbador Angler und wir sind jetzt bei 407 Carbador, ist also gar nicht so viel mehr. Wie ihr seht, bei Radfratz ist das deutlich anders mit 800 noch was, aber hier 400, das ist die Hälfte von den Radfratz und gerade mal 100 über dem Goldwert. Dann haben wir noch Gewinne 1000 Raids. Die Medaille für 1000 Raids dürfte wohl eine der teuersten Medaillen sein. Hier zählen nämlich nicht die legendären Raids rein, sondern lediglich alle Raids von Stufe 1 bis 4. Ihr müsst insgesamt 1000 Raids davon absolvieren, um die Medaille zu bekommen. Nur mit dem kostenlosen Raid Pass wären das knapp 3 Jahre und dann könnt ihr zudem nicht mal einen legendären Raid machen. Wer diese Medaille also auf Gold hat, der dürfte so einige Raid Pässe in die normalen Raids investiert haben. Jetzt zur Corona-Zeit ist diese Medaille besonders schwer, da man nicht mit anderen Trainern draußen raiden sollte. Dafür könnt ihr jetzt allerdings die Fan-Raid-Pässe nutzen. Aber warum ist die Medaille jetzt schwer? Ihr sollt nicht mit anderen raiden, aber wenn ihr eh nur Level 1 bis Level 4 zählt, die meisten Level, also Level 1, 2 könnt ihr sowieso solo machen, die meisten Level 3 Raids könnt ihr auch solo machen, also egal ob Corona-Zeit oder nicht. Ihr könnt jetzt die Zeit ja gerade nutzen, um eure Medaille aufzuwerten, da ihr ja eben keine 5er-Raids machen könnt wegen Corona, weil man da mehrere Leute braucht und weil ihr euch nicht treffen könnt und verabreden und hin und her. Also könntet ihr jetzt, vor allem weil die Legendären sich auch immer zu wiederholen, immer zu wieder dasselbe rein, könntet ihr natürlich auf kleine Raids gehen wie Klick, um das auch als Shiny zu bekommen, Praktibalk, Bonbons zu sammeln, Shiny zu bekommen und so weiter. Wir haben, was haben wir denn bei den 1000 Raids? Das ist die hier, genau, ihr seht, gewinne 1000 Raids, da bin ich bei 1056. Ich will euch nur mal kurz zeigen, bei den legendären Raids braucht ihr auch 1000, da habe ich 2800. Aber bei den normalen habe ich 1056. Das ist natürlich auch ganz einfach, zu den Anfangszeiten, als die Raids rauskamen, habe ich so viele Despoda-Raids gemacht, eben auch um Bonbons zu sammeln, weil ich ein gutes Despoda wollte. Ich habe Bonbons gebraucht zum Hochziehen, ich wollte gucken, dass ich einen 100er bekomme, ich habe lauter 98er bekommen, die habe ich dann noch alle hochgezogen. Neben der Despoda-Armee habe ich mir unbedingt eine Machomai-Armee zugelegt, also habe ich ganz viele Machomai-Raids gemacht, habe da natürlich auch wieder Bonbons gesammelt, habe gute gesammelt, habe mir dann eine Armee rangezüchtet und so weiter. Immer wenn ein neuer Raid reinkam, Raid-Boss sowie Shinooks, hat man den natürlich mal gemacht für ein Video oder Klick oder Praktibalk. Bei Praktibalk hat man dann mal 2-3 Raids mehr gemacht und mittlerweile mache ich eigentlich normale Raids nur noch mit den kleinen Accounts, für Shiny-Suche bei Stufe 1 oder 2 und weiß ich nicht, ich habe eigentlich kein Bedürfnis mehr, überhaupt normale Raids zu machen, deswegen mache ich mit dem täglichen Pass eigentlich nur noch die legendären Raids, eben weil es da die meisten besten Belohnungen gibt, weil es da die meisten Erfahrungspunkte gibt, weil ihr trotzdem Legendäres bekommen könnt mit guten IV. Alle anderen Sachen habe ich eigentlich schon, alles was es Shiny gab, so hat man sich auch mitgenommen. Für Alola Raichu, für Alola Knogger habe ich das damals noch genutzt. Seitdem ich die Shiny habe, habe ich auch nie wieder ein Raichu oder Knogger Raid gemacht. Genauso wie Flunkiefer. Da habe ich ewig gebraucht. Flunkiefer habe ich bestimmt von den 1056 sind bestimmt 500 Flunkiefer gewesen. Seitdem das Flunkiefer Shiny da ist, auch keinen einzigen Flunkiefer Raid mehr gemacht. Ihr seht, die Champion Medaille ist eigentlich nur auf Gold wegen den Shinies, die es gab. Und wegen Machomai Despoda Armee. Ansonsten macht man eigentlich so gut wie keine Raids. Also ich mache auf jeden Fall so gut wie keine Raids da. Deswegen bin ich auch nur ganz knapp über die 1000. Mich wundert es, dass es 1056 sind. Eigentlich müsste da genau 1000 stehen, aber irgendwas ist da schief gelaufen. Bei der Kampflegende natürlich anders mit 2008. Da geht es natürlich immer jeden Tag mindestens ein. Wie viel habt ihr bei Champion? Habt ihr die 1000 voll? Schreibt's mal rein. Und was macht ihr so für Raids? Dann guckt man natürlich noch nach Lande 200 Schnappschüsse.
Mit der Einführung des Go-Schnappschusses kam auch diese Medaille dazu. Insgesamt müssen 200 Mal Pokémon in euer Foto gesprungen sein. Außerhalb von Events macht das Farbigel nur sehr selten. Und um diesen Schnappschuss zu erhalten, muss man schnell mal Dutzende Fotos schießen. Das ist natürlich sehr nervig, habe ich auch gemerkt. Wenn ich immer mit meinem Buddy ein Foto mache, wenn ich den Buddy-Level steigern will, passiert es ab und zu wirklich, dass mal ein Farbigel reinkommt. Aber das ist so selten. Ich warte meistens auch, bis Events kommen, wo man sowieso, wie beim Abra C-Day, wo man garantiert fünfmal eine Fotobomb machen kann. Oder bei einem Go-Face oder einer Safari ist es ja meistens so, dass ihr unendlich viele Fotos machen könnt und Fotobombs habt. Also bei sowas ist es natürlich leicht, das zu machen. Etwas leichter geht es dann innerhalb von speziellen Events, oftmals 5 garantierte, wer dort immer fleißig fotografiert, dürfte recht weit bei der Medaille sein. Doch wer sie vergoldet hat, der muss sicherlich unzählige Bilder von Pokémon in seiner Galerie haben. Muss aber auch nicht sein, denn ihr könnt ja das Häkchen abstellen, dann speichert das die Bilder nicht und dann werdet ihr auch nicht zugemüllt. Wir gucken mal, wie viel haben wir denn bei Schnappschuss? Das ist auf jeden Fall nicht so viel. Wir haben auf jeden Fall die Silbermedaille erreicht. Da braucht man 50, insgesamt also 200. Wir sind jetzt bei 83. Schreibt ihr mal rein, Kameramann, wie viele habt ihr? Habt ihr vielleicht sogar schon die Goldmedaille und warum? Sucht ihr jeden Tag Farbigel oder habt ihr einfach spezielle Events besser ausgenutzt als ich? Dann kommen wir zu den 26 Incognito. Das seltenste Pokémon im Spiel hat auch eine der seltensten Goldmedaillen. Insgesamt muss man 26 unterschiedliche Incognito fangen, um diese Medaille zu vergolden. Besonders schwierig, es gibt insgesamt nur 28 unterschiedliche Incognito. Das Pokémon taucht normalerweise nur zu besonderen Events wie dem Go-Face oder Safari auf und erscheint ansonsten in der Wildnis unfassbar selten. Ich habe auch, glaube ich, noch nie einfach so ein wildes Incognito bekommen. Julian hat das, glaube ich, schon und beim Hong weiß ich es gar nicht. Ich glaube, Julian, da weiß ich es auf jeden Fall, aber der macht ja auch nichts mehr. Wer also noch auf keinem dieser Events war, der dürfte wohl noch etwas an der Medaille zu knabbern haben. Wer fleißig solche Events besucht, der dürfte schon einige Incognito haben. Besonders seltene Buchstaben davon, wie etwa das Q oder das Y, könnten bei vielen Trainern fehlen. Meiner Meinung nach ist aber genau das Fragezeichen das seltenste. Wir gucken aber mal nach der Incognito-Medaille. Fange 26 Incognito, ich habe 27. Und warum habe ich 27, wenn es 28 gibt? Weil eben das Fragezeichen fehlt. Und das Fragezeichen ist meiner Meinung nach das allerseltenste, denn das gab es bisher nur einmal beim Go-Fest in Chicago, wenn ich mich recht entsinne. Alle anderen Sachen sind ja immer mal rausgehauen. Da gab es halt mal Europe, da gab es mal Dortmund, da gab es mal Mac mit Ausrufezeichen. Das hat viele gefreut, dass es das Ausrufezeichen gab bei der Mac in Erfurt. Da sind viele extra nach Erfurt gefahren, um sich das Ausrufezeichen zu holen. Mit vielen hat man dann auch getauscht von anderen Safaris. Bei vielen Safaris oder Go-Fests konnte man sich die auch selber fangen, aber das Fragezeichen war wirklich genau nur das, was bisher meiner Meinung nach einmal bei einem Event erschienen ist, beim GoFest damals in Chicago. Ich glaube, das war sogar das allererste. Und seitdem habe ich nie wieder Fragezeichen gehört oder gesehen. Auch in den Gruppen wird immer rumgefragt, hat denn jemand ein Fragezeichen? Ich brauche unbedingt noch Fragezeichen. Alle brauchen das Fragezeichen, aber das Ausrufezeichen, kein Problem. Fragezeichen, Problem. Also, was wollt ihr? Wie viel habt ihr bei Incognito? Wie viele habt ihr auf eurer Goldmedaille? Habt ihr schon die Goldmedaille oder wie viele habt ihr? Bei mir ist 27, mir fehlt, wie gesagt, das Fragezeichen. Ansonsten ist da auch alles da. Jetzt kommen wir noch zu was richtig Hässlichem. Habe 100 beste Kumpel-Pokémon. Die wohl aktuell schwerste Goldmedaille ist die Medaille rund um die Kumpel. Insgesamt 100 beste Kumpel muss man haben, um sie zu vergolden. Der Weg zum besten Kumpel ist ziemlich mühsam, dauert tagelang. Insgesamt 100 muss man haben. Eine ganz schöne Herausforderung. Bislang dürften wohl nur die wenigsten Trainer diese Medaille auf Gold haben. Das ist natürlich auch so eine Sache. Wie viel habt ihr bei beste Kumpel? Wo sind überhaupt beste Kumpel? Beste Kumpel sind nichts. Nein, die sind hier, bester Kumpel. Ich habe noch nicht mal die Silbermedaille. Ich bin bei Bronze. Silber gibt es ab 10. Insgesamt braucht ihr 100. Ich habe 5.
beste Kumpel. Am Anfang lief das eigentlich ganz gut. Da habe ich wirklich gesehen, dass ich jeden Tag so meine 20 Herzen erreiche, auch durch das, dadurch, dass es dann Doppelte gibt. Ich wollte extra keinen, ich habe noch nie einen Knursp gekauft. Knursp habe ich einmal eingesetzt, weil ich aus der Spezialforschung mit Abra eins bekommen habe. Das war ganz okay und so, aber ansonsten würde ich nie Knursp kaufen, weil ich mir denke, komm, das machst du eh irgendwann. Aber ihr braucht ja eigentlich 30 Tage für einen Kumpel, beziehungsweise wenn ihr jeden Tag die doppelten Herzen absahnt, schafft ihr das ja in 15 Tagen für einen Kumpel. Jetzt müsst ihr gucken, wenn ihr 100 Kumpel braucht, 15 an einem Tag. Ja gut, dann ist er ja noch nicht Best Friend, also kann ich nicht ausrechnen. Ist komisch, da braucht ihr, ach nee, doch, ja, 15 Tage für einen, 100, ihr braucht also 150 Tage, wenn ihr das so schafft, beziehungsweise 300 Tage auf dem normalen Weg, 300 Tage, da braucht ihr also fast ein ganzes Jahr, um euch 100 beste Kumpel zusammenzubasteln. Das ist schon eine Wucht auf jeden Fall. Und man schafft es ja auch nicht immer jeden Tag alles zu machen oder 15 Herzen zu holen oder gerade auch dieses einen neuen Pokéstop drehen oder eine neue Arena drehen. Also das werden die wenigsten schaffen, jeden Tag wieder was Neues dazu zu kriegen. Auf jeden Fall, das auch eine seltene Medaille, gibt es ja auch noch nicht so lange, ist ja erst seit kurzem eingeführt. Wie viel habt ihr? Ich habe 5, ihr habt bestimmt mehr, da ich das Kumpel-Feature in letzter Zeit sehr vernachlässigt habe. Am Anfang habe ich da richtig gut mitgemacht, jetzt in letzter Zeit kaum noch was gemacht. Also ich fütter meistens drei Bären, mache ein Foto, streichel den, das sind drei Herzen und dann war's das für den Tag, dann geht gar nichts mehr. Eine kommt aber noch. Das dürfte dann die letzte sein. Diese Medaille hat noch niemand auf Gold. Und wer doch, der lügt, ne? Unabhängig von dieser Liste gibt es noch eine weitere Medaille, die noch kein Trainer auf Gold hat. Und zwar die Medaille, in der man 20 Mal Giovanni besiegen muss. Das ist aktuell noch gar nicht möglich, da Giovanni erst 5 Mal aufgetaucht ist. Man kann also so viel spielen, wie man will, doch diese Medaille kann noch niemand vergoldet haben. Wenn ihr an Giovanni noch zu knabbern habt, dann empfehlen wir euch, egal, den Raid Guide müssen wir uns nicht angucken. Also auf jeden Fall, 5 Mal ist er bisher aufgetaucht. Ich weiß nicht, von wann der Artikel ist, vom 1. Mai. Gut, habe ich am Anfang gesagt. Jetzt habe ich gedacht, wo ist denn der Giovanni? Hier ist Giovanni, Ultraheld, besiege den Boss von Team Go Rocket 20 Mal. Was heißt das jetzt? Ich bin bei 5. Ich habe aber gedacht, da mein Account ja einen Monat lang im Urlaub war, dass ich einen verpasst habe. Deswegen dachte ich ja auch, ich verpasse Entei. Aber Entei ist ja den Monat danach nochmal als Belohnung gekommen. Deswegen habe ich dann den Monat später das Entei als Belohnung bekommen. Ich dachte also, man kann eigentlich 6 haben. Ich habe aber nur 5. Jetzt dachte ich, ich habe 5, alle anderen können 6 haben, aber da steht, dass zum jetzigen Zeitpunkt es nur 5 Mal möglich war und der Artikel ist ja schon vom Mai. Jetzt ist auch Mai, also irgendwas geht auf jeden Fall nicht auf. Schreibt ihr mal rein, wie viel ihr habt. Habt ihr bisher jeden Giovanni mitgenommen, jeden Monat? Habt ihr 6 Mal gewonnen oder habt ihr 5 Mal gewonnen? Dann bin ich ja doch auf dem aktuellen Stand. Bei mir sind es also 5 genau. 20 braucht man, das heißt also, ihr braucht 20 Monate, das dauert also über ein Jahr. Und dadurch, dass ja jetzt auch die Team Go Rocket Spezialforschung abgeschalten ist, bis September oder so, kommt ja jetzt keine Team Go Rocket Spezialforschung. So lange könnt ihr jetzt also auch gar nicht weitermachen. Da braucht ihr also mindestens ja 2 Jahre, wenn jetzt ein halbes Jahr Pause ist. Schreibt aber mal rein bei euren Medaillen, wie ist euer Fortschritt, was habt ihr in welchem Bereich? Radfratz, Carbador, Farbeagle, Photoshop, Bomb, sonst was, hin und her, Raids. Das ist auf jeden Fall interessant, ein cooles Thema. Haben wir uns heute mal kurz angeguckt, ne? Danke an mein MMO immer für die lustigen Artikel, die ich einfach hier in meinem Video zeigen kann, damit ich was zu sagen habe. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.